Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Und ich habe mir mal so überlegt, ja, in meinem kleinen Köpfchen, wir bräuchten ja irgendwie eigentlich irgendwas, von dem wir starten können, ne? Also dann, wenn wir den Tragschrauber soweit haben. Hier spawnen wir ja. Mal gucken, ist der jetzt schon drin? Nee, das ist ja, das trifft sich ja ganz gut hier. Aha, aha, aha. Okay, okay. Weil da will ich ja jetzt nicht, also wenn wir die Möglichkeit haben, will ich ja damit nicht jetzt unbedingt hier von der Straße mit dem Teil starten. Also ich weiß zwar auch noch nicht, was mich da erwartet. Aber prinzipiell muss ich sagen, würde ich dann schon gerne die Chance nutzen und hier das Gebäude sozusagen als Startrampe, als Startplatz oder wie auch immer man es nennen will, nutzen. So, da will ich jetzt gerne nämlich vorher erstmal das Ding einpacken. Huch, nein, nein. Handbrake, bleib wo du bist. So, und dann nehmen wir noch mal ein paar Baustoffe mit, und zwar hier Cobblestone. Und damit wir den zumindest pflastern können, hier den Bums. Reicht das? Aussehen tut es auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen cool zumindest. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist, ob wir das hier auch noch wegmachen müssen. Wahrscheinlich bin ich da dann direkt hinten an meinem Gebäude dran, ne? Oder an meinem Raum. An meinem Spawn Room. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus hier mit dem dass es hier gepflastert ist. So, du müsstest leider auch weg. Nicht genug Ausdauer, um seine popelige Axt zu schwingen. Ja, na gut, dann ist das wohl so. Ja, gucken wir mal, ne, wie viel Platz wir hier so brauchen. Hätte ich denn in der Technikkiste noch ein paar... Eine Funze hätte ich noch. Das ist nicht viel. So, haben wir zumindest hier so ein bisschen den Landebereich ausgeleuchtet, sage ich jetzt mal. Wo wir es schon mal dabei haben, das Cobblestone-Zeugs. Das ist ja immerhin auch mein Spawn-Place hier drin. Der sollte ja tunlichst... es sicher ist possible sein, ne? Was ist denn hier los, Freunde der Sonne? Locken wir sie dir einfach mal hier. Lass das sein.
ihr lebt beide noch. Nicht mehr lange. Jetzt hör endlich auf. Ach doch, immer noch. Jetzt nicht mehr. Und zack geht die Musik über in Friede, Freude, Wohlfühl. Tralala. Ah, und ich dachte mir gerade, na hoffentlich kriegen wir das Ding da oben jetzt noch erledigt. Ja, Pustekuchen. So, dann mal eben hinein in die Butze. Dann kann der Kram nämlich hier schon wieder weg. Werkzeuge. Und wir nehmen uns mal hier diesen eloquenten Pinsel. Baustoffe. Und kann das bitte weg. Und wir hätten bitte gerne Farbe. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So. Ein Rad haben wir auch ab. Da müsste ich doch jetzt den Tragschrauber fertigstellen können, nicht wahr? Ja, dann mach mal. So, ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr Wohnlichkeit hier drinnen. Holzfußboden poliert, Holzvertäfelung, Eiche, Holzkrone, Eiche, Holz. Auf was bin ich denn jetzt hier? Den normalen Pinsel dann. Sieht das schön aus oder glänzt mir das zu viel? Ich glaube, das ist mir zu aggro. Aber einen dunklen, schönen Holzfußboden haben sie hier nicht, ne? Weiße Fliesen. Holzzaun. Sperrholz. Das sieht aber kacke aus. Die Holzkrone ist nicht hübsch. Nicht hübsch. Dann normales Eichenholz vielleicht. Erstmal vorher so ein bisschen wegradieren. Boah. Komm. Bevor wir hier gar kein gescheite Fußboden haben. Oder nicht? Genau, wir malen die Topfpflanze auch einfach an. Ich könnte jetzt ja auch hier mit dem Ding arbeiten, aber irgendwie traue ich dem Teil immer nicht, dass es nicht zu viel mit wegmalt. Oder wie da, ne? Malt es trotzdem nicht. Weil, ne? Hm, hier. Dann macht es nämlich sowas, der Knödel. Pipette bitte. Aua. Das war so nicht. Das wollte ich so nicht. So, das kann ich hier schon mal mit erledigen. So, das da wieder entfernen. Ja, das muss ja nicht sein. Gut, das male ich ja sowieso gleich wieder über, das ist ja kein Thema, aber dann eben mal schnell das wegmachen, was bevor das hier und muss ja nicht. Beziehungsweise auch die Stellen, die auch vielleicht später erst gestrichen werden. Ist auch faszinierend, wie weit dieser Pinsel reicht. Das ist so ein, mit so einer Verlängerungsstange ist dieser Pinsel, ne, damit man überall rankommt. So, hier bitte nochmal pipettieren, dankeschön. Und dann hätte ich hier gerne nochmal ein bisschen. Wie viel kostet mich das immer? Ein Farbe. Das geht ja noch. Rupp. Ich finde das immer merkwürdig, Klötze auch anzumalen, die gerade noch trocknen. Und trotzdem funktioniert das, glaube ich, auch hinterher. Also, dass es dann dementsprechend immer noch gut aus, also
nicht, wenn der Block seine Morphose abgeschlossen, Morphose? Metamorphose, seine Morphierung, sein, also wenn der fertig ist, ne? Dass der dann nicht doch wieder anders aussieht. Hier kommt, den hätte ich gerne blau. Blau? Warum denn blau? Ach, Lu. Heute ist aber auch nicht, du erzählst auch nur Mist heute. So, jetzt hier noch. Schupp. Beißt sich zwar ein bisschen hier mit der weißen Wand, mit der, na, Dingenswand, aber guckt euch das doch mal an hier. Was schön. Hör mal. So, the way through our Ausgang hier. Nimm die gut auf. Jawohl, ja. So, blub, blub, blub. So. Ja doch, das gefällt mir schon mal sehr gut. Schön, schön. So, was haben wir denn da jetzt noch für die Wand? Weil das wollte ich ja nicht in diesem Backstein, in dieser Backsteinoptik lassen, möchte es aber auch nicht eigentlich in anderem Backstein haben. Den Stein haben wir hier ja schon genug. Rotes Metall, das klingt ganz famos. Was haben wir noch? Abgehängte Decke, Tapete, Teppich, Tapete, Stoffvorhang, weißes Metall. Wandverkleidung. Das sieht bestimmt gruselig aus, oder? Na? Habe ich hier noch was drin? Habe ich nicht. Also kann ich die Tante mal eben kurz vor allen Dingen. Naja, immerhin kann ich ja gleich den Block von vorne und von hinten also hier das, was ich möchte, streichen. Gut, dann hätte ich hier gerne nochmal wieder die Chemistration. Chemistration ist auch geil. So, hier haben wir also das Küchendeko. Hier ist schön, wunderbar Dingens-Tapete. Die ganze Wand in Rot. Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Jupp. Bei nee, das ist schon. Ist schon okay. Ich weiß nur nicht, ob das dann hier so weitergeht, weil es geht ja dann ins Treppenhaus. Das ist ja hier Wohnbereich, sage ich jetzt mal. Beißt sich das miteinander? Oh ja. Keine gute Idee. No good idea. So, dann hätten wir jetzt hier noch. Ich bräuchte da mal was Weißes. Weißes Metall, Stoffvorhang, Cremefarben, da gibt's. Ja gut, machen wir den. Bin ich wieder auf Pinsel? Jawohl. Hier mal so als. Guckt euch das an. Sieht doch schick aus. Haben wir den Jips einjagen? So. Und hier drin, weil ist ja Wohnzimmer. Oder Schlafzimmer, besser ihr sagt. Komm, gib mir nochmal einen schönen Teppich. Ah, jo, das ist ja wohnlich, ist das. Ich möchte Gott, sind so wohnlich, ist das jetzt hier drin. Zack, zack, zack. Hm. Vor allem, warum macht denn das so komische Geräusche hier? Wahrscheinlich wegen der Lampe da an der Ecke. Nee, ich würde gerne einmal kurz den Schlafsack wieder ausrollen. Dankeschön. Aber die Wände. Was machen wir mit die Wände? Irgendwas Freundliches, aber jetzt nicht so Farbe in die Fresse, glaube ich.
Die Tapete hier vielleicht. Gibt ja nicht so viel Schöne, ne? Weißer Stoff. Rote Plane. Wie sieht denn weißer Stoff aus? Na gut. Ja, komm. Ich glaube, das ist das Beste, was man hier so machen kann. Damit der Raum auch ein bisschen freundlicher, heller und weiter erscheint. Und dass nicht zu viel Farbe ist, die einen irgendwie, ne, ins Gesicht und so. Steindecke, lassen wir die? Oder hätte ich denn noch für Alternativen? Gibt es hier irgendwas Schönes? So Deckenfarbe, Deckenform? Ja, hier, ne, Metall. Metallschacht weich. Gibt es auch einen harten Metallschacht? Camouflage. Nett, 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 nett. Holzdecke. Komm. Nehmen wir mal hier. Schicke Holzdecke. Ist zwar jetzt nicht das Hübscheste, aber ich finde, das ist ein Material, das kann man da auch ruhig drin benutzen. Das ist ja hier, ist ja nur, also eigentlich haben wir ja hier Beton, wollte ich da sagen, Steindecke. Die kann man dann auch schon mal in Holzoptik machen, das ist doch, so, guck doch mal, was ein schöner Raum hier. Nett, 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 da kommen wir hier in dieses Holz. Wandgedöns. Stein weiter. Okay, die Treppe. Steinplatte, schwarzer Granit, Pfirsich-Adobe. Weißer Beton, weißer Adobe oder weiße Adobe. Wie sieht denn weiße Adobe aus? Geht das überhaupt hier drauf? Ja, doch, kann man. Kann man machen. Ist in Ordnung, ne? Das ist jetzt hier so eine. Ja, sieht eigentlich eher so ein bisschen aus wie Gips, aber gut. Dass man das hier alles einzeln anpainten muss, ist auch schwierig. Aber okay, lässt einen natürlich mehr Freiheiten. Ne? Man kann ja dann auch ein bisschen Materialien mischen, wenn man das möchte. Muss man aber nicht. Okay, das hier ist zwar, upala, Holz, aber das wird jetzt auch einfach mal animalt hier. Schade ja nichts, ne? Damit das nur leicht abdeckt. Warum kann ich hier den unteren, achso, man muss es von außen anvisieren. Okay. Das ist das, die Treppe. Weißer Adobe mit Zierleiste, hoppala, Entschuldigung. Cremefarbigen Gipskarton. Wir hätten hier noch, um des Rotes willen, das weiterzuführen, noch Rotholz oder Holzvertäfelung in Rotholz. Holzzaun, nee, den wollte ich ja nicht. Holzschnitt. Holzkrone. Sieht bestimmt kacke aus. Hellbraune Holzverkleidung. Wie sähe denn das aus? Furchtbar. Ganz furchtbar. Gruselig. Komm hier. Nee. Das hatte ich mir irgendwie majestätischer vorgestellt. Große Steine. Was haben wir noch? Betonmauer. Betonzierleisten, Beton, Betonblöcke, Bürgersteig, Concrete, Gips,
gepflastert. Kies. Schwarzer Fernseher, Schreibtafel. Das ist alles nicht das. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was ich mir vorstelle. Weiße Adobe, oder sollen wir das dann auch in der Farbe machen? Das ist aber auch irgendwie doof. Oder hier doch den. Und gehen dann hier unten quasi einmal so. Komme ich dahinter? Ich möchte eigentlich hier das dahinter erwischen. Nee. Das heißt, der bleibt dann wohl so, oder? Ja. Oder ich müsste die Treppe nochmal weghauen, aber das ist irgendwie auch nicht so das, was ich mir so vorgestellt hatte. So, und dann gehen wir jetzt hier über in eine standardweiße Verkleidung. Passt auf jeden Fall mit den Steinen, die dahinter sind. Haben wir hier unten so eine kleine Zierleiste, Bordüre, was auch immer man das, wie man das auch immer nennen möchte. Das sieht mich ja, oh Gott, furchtbar aus. Ist nur die Frage, was mache ich hier mit innen drin? Möchte ich das auf weiß haben? Wenn, dann glaube ich schon. Sonst sieht das ja komisch aus. Aber auch wieder faszinierend, wie weit dieser Pinsel reicht. Eben bitte einmal picken. Dankeschön. Dann haben wir hier unten nochmal irgendwas, was es zu picken gibt. Picke, picke. Pika, pika. Dann hätte ich hier gerne nochmal gepickt. Pick, pick. Und dann ist noch die Frage, was machen wir mit der Decke? Oh, wir haben nicht mehr so viel Farbe. Uiuiuiuiuiui. Also hätte ich nie gedacht, dass wir so viele Blöcke damit verballern. Aber gut. Will ja auch irgendwie erstmal ein bisschen gestrichen werden hier, ne? Gleich ist auch schon wieder morgen. Das trifft sich gut, damit wir dann für die nächste Folge am Tage mit dem Schraub unterwegs sind. Wo sind denn meine Dingsböcke? Ich muss hier einmal ein Gerüst bauen. Sonst kann ich so nicht arbeiten hier. Wobei, jetzt fehlt mir ja immer noch die Innenseite von dem Fenster. Wenn man was übermalt, nee, gut, dann nimmt er keine Farbe. Das ist ja schon mal, das ist ja schon einmal von Vorteil. So, jetzt sieht das doch schon alles ein bisschen wohnlicher aus, habe ich so das Gefühl. Draußen stapfen. Oh, hier fehlt noch das Fensterbrett. Irgendwelche Zombies umher. Nimmst du bitte den Dingens wieder mit? Jetzt hör auf zu schießen, Junge. Das ist dann immer, wenn es kurz vor frühmorgens ist, dann seht ihr es ja an der Framerate. Die ist einfach mal katastrophal. So, und
Da schlägt sich das dann leider dahingehend nieder, dass der einfach mal rumballert wie ein Idiot. Na komm. Baller. In der Hoffnung, dass das passt. Achso, bitte wieder auf den Pinsel wechseln, sonst gibt das hier eine Katastrophe. Kann man die eigentlich auch anmalen? Ne, schade, das wäre noch lustig gewesen. So, jetzt hier noch so ein bisschen... Na guck, ist das schon wenigstens ein bisschen wohnlicher gestaltet hier. Und für den Eingangsbereich Steinplatten, was gäbe denn da noch? Fliesen. Ich glaube, das ist noch so das... Ach, guck mal, das sieht doch gar nicht mal so unhässlich aus. Mensch, 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 Mensch. Hoch. Nee, was ist das schön. So, jetzt fehlt nur noch der Hallway da zu unserer Rechten. Aber ansonsten, muss ich sagen, gefällt mir das echt sehr gut. Beautification, the next level. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. In die Werkzeuge kann der Pinsel wieder rein, weil Farbe haben wir jetzt ja schon alles verballert. Und wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ich sage erstmal Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge mit dem Tragschrauber dann wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!